Uwe, ich sehe, Premium ist jetzt an der Börse. Ja, das stimmt. Ich habe das schon belustigt zur Kenntnis genommen, wo ich hier gerade sitze. Dass ich irgendwo sitze und das Laptop auf den Knien habe und das Telefon hier in der Tasche, das ist irgendwie üblich. Und heute bin ich an der Karma-Konsum-Konferenz und erzähle was darüber, wie ich mir nachhaltige Unternehmensführung vorstelle. Und bei uns geht das im Extremfall so weit, dass es gar kein richtiges Unternehmen mehr gibt, also keine Lagerhalle, kein Büro, keine sonstigen Sachen, die man normalerweise hat, sondern dass es quasi das Unternehmen ein Netzwerk ist und das kann man eben von jedem Ort aus steuern, an dem es eine Netzverbindung gibt. Okay, dann zeig mal her, wie dein Unternehmen so aussieht. Die Grundidee bei Premium ist sozusagen die, dass Unternehmen normalerweise gedacht werden als Einheit, die irgendwelche Produkte kauft, also in unserem Fall ist es Cola und Bier und Kaffee, und damit irgendwas macht, also verarbeitet, irgendwie ein Logo hinzufügt, irgendwas, und das an Kunden verkauft, in unserem Fall Getränkefachgroßhändler. Und das wird normalerweise als die Tätigkeit von Unternehmen gesehen, das heißt, du machst hier Druck, damit du günstig einkaufst, machst hier Druck, damit du teuer verkaufst, und wenn du viel Druck machst, dann hast du einen hohen Gewinn erzielt, dann bist du ein guter Unternehmer. Das Problem ist nur, dass es für jeden einzelnen Kreis hier weitere Wirkungszusammenhänge gibt. Das heißt, der Cola-Hersteller kauft zum Beispiel den Zucker ein, der kauft den irgendwie bei Bauern ein. Dann gibt es irgendwie einen Kistenhersteller, der das Regenerat einkauft und Maschinen, um das zu verarbeiten. Und dann gibt es irgendwie den Kohlensäureanbieter, der wiederum chemische Prozesse macht. Irgendwie Ammoniaksynthese ist es häufig, um das einzukaufen. Dann gibt es irgendwie bei der Brauerei gibt's die Melzerei, die verarbeitet die Gerste, die wiederum vom Bauern kommt. Und ruckzuck hast du hier sozusagen 3, 4, 5, 6 Kettenglieder hintereinander. Wenn man in den Rückspiegel schaut, wo der Druck sich eben fortsetzt, und wenn du hier Druck reingibst, dann führt das hier zu Druck und hier zu Druck und so weiter. Und wenn man nach vorne schaut sozusagen, also nach der Tätigkeit des Unternehmens, dann passiert auch noch mehr. Unsere Getränke-Großhändler zum Beispiel verkaufen die Sachen an Getränkehändler, die verkaufen sie an Gastronomen. Manche machen das auch direkt, aber das ist eher selten. Und die verkaufen sie dann, ebenso wie die Getränkehändler, an die größte Gruppe, das sind die Endkunden. Von denen wiederum werden einige zu überzeugten Sprechern, heißt das bei uns. Das heißt, sie laufen selber rum und kümmern sich um Gastronomen. Die kriegen dafür einen Anteil pro Flasche. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Buchhaltung, die das Ganze für die berechnet. Dann brauche ich irgendwie einen Steuerberater, der das überprüft. Und dann brauche ich einen Anbieter für ein Bankkonto, die GLS-Bank bei uns, die das Ganze sozusagen verwalten. Und dann gehen hier sozusagen die Rechnungen hin, da gehen die Zahlen hin, hier geht's weiter und so weiter. Irgendwann werden das sehr viele Leute, das heißt, ich brauche eine Organisationshilfe. In unserem Fall ist das zum Beispiel die Anne, die sich darum kümmert, Händleranfragen zu klären, bei Kundenanfragen zu antworten, mit irgendwie Händlern und Gastronomen Rückfragen zu besprechen und so weiter. Dann gibt es noch Mitbewerber, die mit drin hängen im System. Wenn ich einen Weg umbastel, dann wirkt sich das auf die auch mit aus. Und jetzt könnte ich eigentlich eine halbe Stunde weitermalen und hätte so eine Art Riesenmobile, wo alles mit allem zusammenhängt. Und das heißt eben auch, wenn ich hier Druck eingebe, dann wirkt sich das hier aus. Oder wenn hier hinten jemand irgendwas anders macht oder falsch macht, dann führt das vielleicht da oben zu einem Problem. Oder wenn hier einer Leergut zum Beispiel unsortiert in die Kisten steckt, dann führt das da hinten vielleicht zu einem Problem. Das heißt, diese Betrachtungsweise, dass das mein Unternehmen ist, die reicht nicht, sondern das Ganze hier, das ganze Netzwerk sozusagen, ist das Unternehmen. Und das versuchen wir so zu adressieren, dass alle diese Beteiligten in ein Kollektiv können, das heißt einen Mailverteiler mit 2x pro Jahr offline treffen und über alle Fragen, wie das ganze System arbeitet, so lange reden, bis alle Beteiligten einverstanden sind. Weil die Kernaufgabe des Unternehmens ist nicht hier Druck machen und Gewinn erzeugen, das wollen wir nicht haben, sondern alle Beteiligten so ordentlich bekümmern, dass alle damit dauerhaft zufrieden sind. Das ist unsere Kernleistung und das kann man eben mit einem Notebook und einem Telefon machen, ohne eigene großartige Ressourcen zu brauchen. Okay. Und das ist alles. Und was nutzt du da für Software und hast du ein total krasses Buchhaltungsprogramm? Also ich nutze ein ThinkPad, weil es das solideste ist. Da drauf ist ein Linux, einfach seit einem Jahr, weil ich festgestellt habe, dass das sicherste ist. Es auch noch frei ist, also Open Source quasi. Dann benutze ich ein Mailprogramm, Thunderbird, dann benutze ich einen Webbrowser. Und dann gibt es eine Online-Buchhaltung, die heißt Colmex mit C geschrieben. Die ist komplett digital sozusagen, auch im Netz verlagert. Da gibt es einen Server mit Backups und noch einen Reserverechner und noch einen dritten Reserverechner woanders. Aber eigentlich ist das alles keine Hexerei und es ist nur Open Source Kommunikations Software, mit die es halt zu Tausenden sozusagen gibt. Ich würde noch einen Satz ergänzen, wenn ich darf. Dieser ganze Ansatz klingt im ersten Moment ziemlich kompliziert. Man muss auch ein bestimmtes Mindset, Weltbild mitbringen, um so zu arbeiten, um eben nicht auf die eigene Gewinnfixierung zu zielen.
Aber ich glaube, dass es insgesamt betrachtet, auch wenn es bei uns schon über 10 Jahre läuft, keine Raketenwissenschaft, das ist alles wirklich keine Hexerei. Man muss es nur wollen, wirklich alle Beteiligten ordentlich zu behandeln. Und dann kann man das mit sehr viel Übung auch irgendwann gut hinkriegen.